Die Visite mit freundlicher Unterstützung vom Shoppi Tivoli Spreitenbach. Ihr Einkaufszentrum für die ganze Familie. Und Emil Frey, Ihr Autocenter Safenwil mit Kia Motors. Bist du's? Ja, super. So, guck bitte nicht auf meinen Puff im Auto. So. Wo sind wir? Wir sind in Bieberstein. Und zwar, jetzt kommt's. Wir machen heute eine kulturelle Sendung. Und zwar mit zwei ausländischen Mitbürgern. Einmal mich, weil ich bin ja im Deutsche geboren. Und dann gehen wir besuchen den Rapper Crash, einen Kosovo-Albaner. Und wir werden uns jetzt ein bisschen selber nicht so wichtig nehmen heute. Liebe Zuschauer, hier das Schild von Bieberstein. Ich habe wieder eine E-Mail bekommen und zwar von der Stefanie. Rutsch nicht weg, Stefanie. Kannst du nicht mal wieder einen Zaubertrick machen? Sicher kann ich das. Ich habe euch was mitgebracht und zwar einen Ballon. Aber was viel wichtiger ist, diese, das ist so eine Kreditkarte in 250 verschiedenen Ländern. Und wenn wir dann so, komm, wir gehen Prosecco trinken. Also ich allein, du trinkst Wasser. Hoi, Sally. Kennst du meine Sendung? Ich bin auf Telem 1, wenn ich jeden Samstag und gehe die Leute besuchen. Kennst du sie? Kennst ja, du sie? Ja, ich kenn schon. Jetzt sind wir da. Hast Telem 1? Ja. Gehen wir schnell los. Für die Zuschauer die Regler. Ist Telem 1 auf ihrem Fernseher unter den ersten 9 Sender, können sie an die Jahr ein Kia Ceed im Wert von über 27'000 Franken gewinnen. Obendrauf hängen Gutscheine für den nächsten Einkauf im Shop bei Tivoli zu Spreitenbach. Haben Sie Telem 1 später programmiert, dann haben Sie immer noch die Chance, in unserem Kartenspiel ums Auto und Gutscheine zu spielen. 21. Schlecht, ne? Du mischst ja wirklich Hammer. Das ist indisches Mischen. Mach nochmal. Das ist super. Die mischen wirklich so dort. Es ist traumhaft. Pass auf. Das ist meine Karte. Ja. Da geht es um die Gutscheine 150 Franken Shoppi Tivoli. Okay. Mhm. Und da geht es am Ende des Jahres ums Auto. Ist die nächste Karte höher oder tiefer als die drei? Groß. Okay, umdrehen. Gut, das reicht. Das schon mal, hast du schon mal gewonnen. Gut, hä? Danke. Jetzt geht es um Auto. Höher oder tiefer als die 7? Ich nehme noch einmal hoch. Okay. Ja, schade. Es geht nicht um Auto. Das Auto bleibt bei mir. Danke vielmals. Danke auch. Ja? Tschüss. 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 Tschüss, 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 tschüss. Grüezi. Grüezi, ich glaub's nicht. Peter, hoi. Hallo. Das ist der Markus, den kannst du nicht, den musst du nicht anschauen. Wer bist du denn? Lucia. Du hast dir aber aus dem Gesicht geschnitten, ne? Das hörst du nicht zum ersten Mal, oder? Nein. Hoi, wer bist du denn? Anastasia. Und du bist Piratin. Nicht. Jetzt gehen wir schnell gucken, wo Telem 1 ist. Wieso auf dem 22? Du weißt, es muss zwischen 1 und 9 sein. Also ganz einfach. Das ist meine Karte. Das ist deine um den Gutschein von 150 Franken Shoppi ja. Tivoli. Okay. Und da geht es ums Auto am Ende des Jahres. Okay. Ist die nächste Karte höher oder tiefer als der König? Kinder, was meint ihr? Du hast so sensationelle Sommersprossen. Du wirst noch einige Männer damit verrückt machen. Das sage ich dir jetzt schon. Sie hat schon einen Freund. Hast schon einen Freund? Cool. Wie heißt denn der? Joris. Hallo Loris, deine Freundin ist im Fernsehen. Das ist jetzt eine McGuire aus Bieberstein. Also tiefer umdrehen. Also den Gutschein hast du schon mal gewonnen. Das ist deiner. Jetzt geht es am Ende des Jahres um den Kia Ceed. Höher oder tiefer? Höher. Höher? Findet ihr auch. Okay, umdrehen. Höher. Das Auto bleibt bei uns, eine 6. Frau Lehrerin? Und dann muss ich jetzt dran. Ja, sicher. Tschüss, hat mich gefreut. Bis in 5 tschüss. Minuten. Give me 5. Oh, das ist ja. Hallo, tschüss du. Tussi. Tschüss zusammen. Ciao. Heute wird es eine Sendung mit richtigen Hydranten-Hintergrund. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und zwar einmal eine Deutsche, dann haben wir noch einen Kameramann, der ist Schweizer und jetzt kommt es ein Kosovo-Albaner. Hey, vielen Dank für deine Einladung. Hey. Was jetzt verrückt ist, und jetzt kommt's. Sein Name kann kein Mensch aussprechen, noch nicht mal seine Mutter selber. Du heißt richtig eigentlich? Kreschnik.
Ja. Ja. Nennt sich aber Rapper Crash und worauf er sehr stolz ist, und das muss er sogar. Er hat allein auf YouTube mit seinen Videos, hast du? Viertelmillion Klicks. Viertelmillion Klicks. Das hat niemand im Aargau. Wirklich ohne Zeichen, da muss ich wirklich sagen, Hammer. Danke. Was ich herausgefunden habe, du bist wirklich so ein Rapper und nimmst dich selber ein bisschen hoch. Ja. Warum? Ja, ich denke mal so, ich bin eher so der Schauspieler ja. als der Rapper. Also ich fühle mich viel wohler vor der Kamera ja. als vor dem Mikrofon. Und darum tue ich auch gerne Schauspieler. Ja. Und Thema Nummer 1 in der Schweiz ist ja jetzt halt einfach Ausländer und. Ja. Und ich tue das halt einfach ein bisschen gerne nachspielen. Das finde ich einfach sensationell, wenn man sich selber hochnimmt. Dann tun wir jetzt mal ein YouTube ganz kleinen Ausschnitt zeigen, was er macht. Hey Crash! Hey, wer hat doch nichts? Wo bleibst du? Wir sind alle da. Wir kommen gerade. Okay, warte, ich komme. Gut, ciao. Der verdammte Pitbull. Ich bin integriert und aus Militär gemacht. Trotzdem schau mich Schweizer an, als wäre ich zweite Klasse. Ich bin einer von euch, aber auf viereckigen Kopf. Hab doch keine Angst vor dem Albaner mit dem Joint. Also kannst du jetzt schnell hier was rappen für Visite? Kannst du B-Boxen? B-Boxen? Ja. Yeah. Ein Einer in der Schule, ein Pfeifer auf der Straße. Wenn es nach unserem Lehrer geht, hätte es nicht so etwas gebracht. Und trotzdem viele Schulschwänze, glänzen auf dem Auto niederlassen. Neue Chromfelgen, das sind 19 Zoll. Hat mir Brüder vom Kollegen sein Kuss absurd. So läuft das bei uns, man muss schauen, wo man bleibt. In dem Leben gibt's für Ausländer nichts geschenkt. Nur mehr Gleis. Streber sagen Crash. Hast keine Ahnung von Grammatik, doch es gibt einen Unterschied. Der Heir rede Albanisch. Aber ja. Damit du mal spürst, wie es ist, ich zu sein, ziehe ich dich jetzt als Deutscher an. Oh nein, bitte nicht. Nein. Okay, unter einer Bedingung. Was? Wenn ich dich zu einer Albaner darf machen. So, jetzt bin ich der Kosovar. Ich bin der Deutsche. Ey, das sieht ja Hammer aus. Alles klar. Du redest ja sogar Hochdeutsch, das ist ja ein Hammer. Deutsche haben immer diese Latschen, dann Tennissocken immer an und ich sehe doch aus wie ein Kosovo-Albaner. Damit kommt schon ein Kosovo-Albaner auf die Welt, oder? Ja, mit sie, die ist so schwer, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Lederjacke. Ja, wir haben Muskeln, weißt du. T-Shirt, Jogginghose und Sonntagsschuhe. Jetzt fehlt nur noch etwas. Was fehlt? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Was? Ein BMW. Natürlich. Oh. Liebe Zuschauer, hey, dank dir vielmal. Hey, ich finde das sensationell, wenn man sich selber nicht wichtig nimmt. Und davon leben wir. Und das ist nichts anderes. Hey, dank dir vielmal. Guckt sein Video an, dass er noch mehr Klicks bekommt. Falls ihr auch ein verrücktes Hobby oder eine Leidenschaft oder irgendwie so eine verrückte Null seid wie wir, dann meldet euch an dieser Adresse. Ha? Danke euch vielmal. Schöne Ferien. So. Seite. Mit freundlicher Unterstützung vom Shoppi Tivoli Spreitenbach. Ihr Einkaufszentrum für die ganze Familie. Und Emil Frey. Ihr Autozentrum Safenwil mit Kia Motors.